Doch er setzt sich auf den Stuhl, schlägt die Beine übereinander und fängt an zu plaudern. Völliges Fehlen von Selbstbewusstsein würde ich ihm nicht nachsagen. Es gab damals keinen besseren. Gab es nicht. Goethe hat es nur so lange ausgehalten, weil er meistens nicht in Weimar war. Das konnte Helmut Seemann nicht. Er musste meistens da sein und er war da. Die Aufgabe ist für ihn, glaube ich, deshalb so reizvoll gewesen, weil sie so umfassend war und weil sie etwas widerspiegelt, was seine Persönlichkeit hergibt. Scharf, analysierend, dann aber sehr feinsinnig und vor allen Dingen auch den Künsten so zugetan, dass man sagen kann, da kommt eine Mischung für das Kulturmanagement, wie wir es hier brauchten. In dem ersten Jahr, als er hier gearbeitet hat, lebte ich noch in Frankfurt mit meinen zwei jüngeren Kindern. Er kam alle zwei Wochen mit 14 schmutzigen Hemden und war müde. Er kam im Sommer 2001 nach Weimar. Wir hatten seinen Vorgänger gerade verabschiedet. Also jemand, der wurde mir im Vorfeld auch von Kollegen und Freunden aus Frankfurt so beschrieben. Also da kommt ein netter Kerl, der ist schlau, der ist klug. Der kennt sich gut aus, aber der ist halt schon ein Pfau. Ich glaube, er hat anfangs ein bisschen experimentiert. Er hat auch die Rolle sozusagen gesucht als Präsident. Er ist der Erste, der nicht nur den VEB Goethe zu verwalten hatte, wie wir ihn früher genannt haben, sondern der eine der Großstiftungen Deutschlands zu verantworten hatte. Die Klassikstiftung galt als schwerer Tanker, den man kaum in Bewegung bringen kann. Es war ja wirklich wie ein riesiger, ungeordneter Zettelkasten, noch einiges zu tun. Es musste alles erstmal eigentlich richtig auf die Füße gestellt werden. Viele Strukturen waren noch wachsweich, die heute festgezurrt sind. Seemann war ich der erste Präsident, der die Stiftung, sagen wir mal, als hundertprozentigen Zweck seines Hierseins begriffen hat. Also ich glaube, dass Seemann die Klassikstiftung von den Sammlungen her gedacht hat. Mit der Kunstsammlung zusammen konnte man die Stiftung definieren. Gab es den Kosmos Weimar als Herausforderung. Und diese Herausforderung sind die ersten zwei Präsidenten in Anführungszeichen schlicht aus dem Weg gegangen. Die Kunstsammlung, die werden verhungert und die alte Stiftung, die werden vertrocknet. Und nun zusammen sind wir gewachsen. So. Wir haben mit der Fusion ja endlich auch den Anker in die komplette Museumslandschaft hier in Weimar bekommen. Und das war zentral wichtig, denn auch seit diesem Zeitpunkt 2003 konnten wir uns aufmachen in die Moderne. Es musste jemanden geben, der auch zum Ausdruck bringen konnte, für was die Klassikstiftung steht. Und es war unglaublich wichtig, dass Seemann das konnte. Das ist bemerkenswert, dass er eben kein Begrüßungs-August war, sondern er hat eine anspruchsvolle, geistreiche, auch witzige Texte geboten. Wer Seemann als Redner erlebt, der hat ein Erlebnis. Ich kenne so gut wie keinen Menschen, der tiefgehende Gedanken mit so viel Leichtigkeit und Esprit rüberbringen kann wie Seemann. Auch wenn ich nicht mit jedem der dargestellten Thesen übereinstimme, war es doch stets nicht nur ein Gewinn, rhetorisch ihm zuzuhören, sondern eben auch zu merken, wie aus einer Idee sich ein Gedanke formt und letztlich eben auch eine ganze Rede, ein Kunstwerk darstellt. Und da ist Helmut Seemann in eine Zeit gekommen, wo im Grunde genommen, es bröckelte schon so ein bisschen. Es war kein großer Aufbruch zu spüren. Da kam das Wissenschaftsratsgutachten für die Klassikstiftung, das erste, das verheerend ausgefallen war. Und einen Monat später eben der Brand der Bibliothek. Am Abend des Brandes, ein wunderschöner Spätsommertag, Anfang September 2004, war ich mit meiner Tochter hier im Haus und plötzlich sahen wir in der Stadt Rauch aufsteigen. Ich saß irgendwie nach Mitternacht im Auto auf dem Nachhauseweg und wurde von der Behörde informiert über den Brand, habe das Radio eingeschaltet, hörte bereits die Nachricht, die Anna-Amalia-Bibliothek brennt. Das war so, als sei das kollektive Gedächtnis einer Kulturnation attackiert worden. Die wichtige Bibelsammlung, können wir noch nicht sagen, was mit der
ist, weil wir in den hinteren Teil des Rokokosaales nicht vordringen können. Ich habe ihn in der Brandnacht eigentlich besonders bewundert, weil er da so kühlen Kopf bewahrt hat. Und er eigentlich derjenige war, der diese Menschenkette gut organisiert hat. Ich kann leider nicht bestätigen, dass wir die Hälfte der Bücher haben evakuieren können. Ich rechne, dass wir ca. 5.000 Bände von den ca. 30.000 Bänden, die dort derzeit noch lagern. Wir sind ja dabei, den Rokokosaal zu räumen. Ich habe dann nach der Landung sofort Herrn Seemann und Herrn Knoche in der Aue getroffen. Und wir haben uns umarmt, voll Erschütterung, weil wir gewusst haben, ab sofort haben wir auch eine gemeinsame Aufgabe, die uns fast freundschaftlich verbinden wird. Herr Seemann hat sich in der Zeit ein wenig verändert, insofern, als ich ihn nie so fokussiert erlebt habe. Das war ein riesiger Schock für meinen Mann. Aber schon wenig später gab es dann diese Parole, wir eröffnen am Geburtstag der Herzogin im Jahre 2007. Wir machen das. Kurzfristig hat Politik mal wirklich sehr schnell reagiert. Das hat mich sehr gefreut. Innerhalb kürzester Zeit sind ja 4 Millionen Euro für die Soforthilfe zur Verfügung gestellt worden. Jeder fühlte sich angesprochen. Jeder hat versucht zu helfen, wie es in seinem Rahmen ging. Es gab unendlich viele Einzelspenden. Die Stiftung hat ein neues Selbstbewusstsein entwickelt, dadurch, dass eben die Bewältigung der Brandfolgen so ziemlich gut gelaufen ist. Das Verhältnis von Michael Knoche und Helmut Seemann ist ein gewachsenes und von vornherein vertrauensvolles gewesen. Was Seemann überhaupt nicht leiden konnte, waren Teekannen, die so blubberten und zischten. Sie haben beide sehr viel Humor, sehr viel Ironie. Da konnte er im Direktorium auch schon mal fuchsteufelswild werden und dann rufen, Mensch, kann nicht mal jemand auf diese Thermoskanne schlagen, damit die Ruhe gibt. Helmut Seemann ist ein intellektueller Kopf mit einem Hang zum Sarkasmus. Also er ist sicherlich nicht so ein Typ, der allen auf die Schultern klopft und mit jedem gut freu sein will, sondern er ist klar, man kann sich wirklich auf ihn verlassen. Hartnäckig, konsequent und wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann arbeitet er so lange daran, bis er das Ziel umgesetzt hat. Gelegentlich gibt er einem eine Nuss zu knacken, das ist auch in Ordnung. Kulturermöglicher, das fällt mir ein, wenn ich an ihn denke. Er ist persönlich, wie ich immer wieder gemerkt habe, vor allen Dingen eben auch an Musik des 19. Jahrhunderts interessiert gewesen, vor allen Dingen an Schubert, vor allen Dingen auch an Liszt. Und das hat dann zu ganz wunderbaren Konzerten geführt. Da war eine ungeheure Freude. Wir machen etwas an Orten, wo es kein Mensch erwartet, wo es auch manchmal nicht so ganz erlaubt war. Aber er stand da mit seinem Rücken und sagte, das machen wir jetzt. Ich habe hier ganz, ganz wenige Kollegen kennengelernt, die Kunst wirklich lieben und die für Kunst wirklich brennen. Und da ist er einer der ganz wenigen, die diese Eigenschaft besitzen. Das Kunstfest 2003, das wir gemeinsam geführt, geleitet und umgesetzt haben, fand ich eine ganz schöne Erfahrung. Modell Bauhaus war ein Highlight. Ich denke auch in Herrn Seemanns Karriere. Wir hatten die kühne Hoffnung, dass vielleicht das MoMA die Ausstellung sogar übernehmen würde. Und das ist dann ja auch geschehen. In diesem Miteinander der unterschiedlichen auf die Stiftung einwirkenden Faktoren hatte die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Stiftung in die Zukunft marschieren kann. Wenn ich im Ausland war und habe gesagt, ich komme aus Weimar. Also in den USA wussten die nicht, nie gehört. Weimar Republic ein bisschen, Goethe, Schiller ein bisschen mehr, Bauhaus kann jeder. Und da war mir klar, wir müssen das Bauhaus noch viel stärker machen. Politik ist immer Teamarbeit. Man stellt fest, dass es ein Problem vor Ort gibt und versucht dann Lösungen zu finden. Und dieses Sonderinvestitionsprogramm war ein Programm der Abgeordneten selber. Und da freue ich mich sehr, dass es dem Kollegen Schneider und mir gelungen ist, unter anderem das Bauhausmuseum auf den Weg zu bringen und auch einen entscheidenden Teil der Schlosssanierungskosten zur Verfügung zu stellen. Es ist ein großer Schritt nach vorne gemacht worden. Ein Schritt, der neue Anfänge möglich macht. Und das ist sicherlich das Verdienst von Seemann.
Helmut Seemann hat das Thema Bauhaus in der Klassikstiftung und nicht nur in der Klassikstiftung, sondern in Weimar und in Thüringen vorangebracht. Ohne dass er sich dieses Thema zur Chefsache gemacht hätte, bin ich überzeugt, gäbe es das Bauhausmuseum nicht in Weimar und unsere Kooperation stünde nicht so gefestigt da, wie sie jetzt dasteht. Die Entwicklung des Bauhausmuseums, die Umfeldgestaltung war das, was in unserer Zusammenarbeit schon ein wichtiger Punkt war. Ich hatte ja das Glück, dieses Projekt begleiten zu dürfen. Von dem ersten Spatenstich über die Grundsteinlegung dann letztlich hin bis zur Pressekonferenz, zur Eröffnung dieses Bauhausmuseums. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Kampf gegen das klassische Weimar, den ja Walter Gropius betrieben hat, auch in sehr kräftigen und markanten Sätzen, dass das etwas ist, das Helmut Seemann wahrscheinlich gefallen hat, weil da eben an dem übermäßigen Vorbild von Goethe und Schiller ganz frech am Lack gekratzt wurde. Dass die Stiftung Weimarer Klassik heute eine Klassikstiftung Weimar ist, die mit dem Bauhausmuseum sich auch der Moderne widmet, ist sein Verdienst. Dass man heute Weimar in seiner Gesamtheit als einen Kosmos versteht, mit den vielen Aspekten, die hier exemplarisch wirklich wie im Brennglas zu sehen sind. Ich sehe, dass Seemann ein Fenster geöffnet hat in die Internationalität. Ich schätze an Seemann seine unglaubliche Offenheit und Neugier und sein intellektuelles Interesse an den Dingen. Aber auch die Willensstärke, die er hat, wenn er ein Ziel verfolgt hat und die Beharrlichkeit, mit der er es durchgesetzt hat. Also Herr Seemann kommt mir vor wie ein intellektueller Edelmann aus der Renaissancezeit. Jemand, der nicht nur das Richtige und das Gute will, sondern überzeugt ist, dass das Gute und das Richtige sich durchsetzt. Er hat eine ganz große Liebe zur Natur. Das heißt, man sieht das seinem Garten nicht an. Das ist auch so eine Eigenschaft. Kommst da rein, denke ich immer, oh, Helmut Seemann, kannst du mal deinen Garten machen? Das stimmt aber gar nicht, weil der ist regelmäßig in seinem Garten. Der hat aber ein anderes Verständnis. Das ist eher so eine wilde Art, Garten zu genießen. Ich bin Herrn Seemann sehr dankbar, dass er ermöglicht hat, dass ich in diesen letzten Jahren so viele schöne Dinge auf der Grenze von Sprache und Musik umsetzen konnte. Ich weiß nicht, ob du dich in Weimar immer gut gefühlt hast. Man hat aber immer den Eindruck gehabt. Und das wünsche ich, dass das auch dir erhalten bleibt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie zu neuen Ufern aufbrechen können, wie sich das für Seemänner gehört. Die nötige Spannkraft, um all das auszuführen, was du dir vorgenommen hast. Ich wünsche mir, dass Sie Ihren Optimismus erhalten. Ich wünsche dir, lieber Helmut, viel Zeit in Zukunft. Für dich, für deine Familie und für deine Freunde. Ich würde gern mal ein ruhiges Gespräch unter Rentnern auf einer Parkbank mit Ihnen führen. Und da können wir uns vielleicht noch ein paar Dinge erzählen.